Denn ich denke, das wird hier noch ein paar Minuten dauern, bis das Licht wieder brennt. Dann würde ich einfach sagen, hinein ins Interview, Mats ab. Zunächst mal Gratulation, zum fünften Mal haben Sie jetzt das Finale hier erreicht. Das war heute, kann man fast sagen, ein Spaziergang im Vergleich zu den Spielen zuvor. Gibt es dafür konkrete Gründe? Das heißt, dass viele Training in den letzten Tagen auf dem Platz. Das lange Herumspielen hat ja auch einen Vorteil, dass man wirklich guten Rhythmus kommt und dass man sich besser an den Ball gewöhnt, an den Platz gewöhnt. Und das kommt heute zum Tragen. Dieses lange Herumspielen, wie Sie sagen, das war eine enge Matche, die Sie da dreimal fast umgebogen haben. Gibt es auch das nötige Selbstvertrauen, um dann in Halbfinale reinzugehen, so wie heute? Ja, schon. Es ist einfach irgendwo der Glaube, dass selbst nach einem verlorenen ersten Satz oder mit einem Break zurücklegt im dritten Satz, dass man immer noch eine Chance hat. Und das hilft immens. Der Wayne war vor Ihnen schon hier. Der hat Sie, wie man so schön sagt, über den grünen Klee gelobt. Er meint, es war vielleicht Ihre beste Saison überhaupt. Und vor allem, er kann sich nicht erinnern, dass er schon mal gegen Sie gespielt hat, wo Ihre Grundschläge so stark waren. Da hätten Sie sich in dieser Saison am allermeisten verbessert. Sehen Sie das ähnlich? Ich hätte irgendwo keine Wahl. Alle Turnierdirektoren probieren mit Gewalt, das Tennis langsam zu machen. Und entweder bekam ich eine gute Rückhand oder besser ein gutes Grundlinienspiel oder ich hatte keine Chance mehr mit meinem Spiel. Und durch viel Training und viel Geduld habe ich es geschafft, auch von hinten Gegner zu schlagen. Bedauern Sie diese Entwicklung oder sagen Sie, na gut, ich habe mich jetzt umgestellt und kann auch so mithalten? Ich hätte es natürlich gerne einfacher. Ist keine Frage. Ich meine, viele Spieler werden gefragt, ob sie denn zufrieden sind mit den Bällen und dem Belag. Und die meisten sagen vielleicht ja, aber in den letzten 11 Jahren hat keiner so viele Hallenturniere gewonnen wie ich. Deswegen trifft es mich am meisten, wenn sie das Hallenspiel ändern. Aber wie gesagt, ich hatte keine Wahl. Ich musste mich umstellen und habe es mit Erfolg getan. Sie hatten auch keine Wahl, was die Ansetzung des ersten Halbfinales oder des Halbfinales anging. Wir waren alle sehr überrascht, als wir gestern erfahren haben, dass Sie als Erster ran müssen. Wie war es bei Ihnen? Ja, auch. Ich konnte es eigentlich nicht ganz glauben, dass es sowas gibt, der das letzte Viertelfinale spielt, bis um 10:45 abends, dass dann das erste Halbfinale spielt. Zum Beispiel Jim Courier war mittags um 4 schon fertig und hat quasi 24 Stunden gehabt zum Maulen. Und Pete Sampras ähnlich. Aber wir als Spieler haben leider Gottes sehr wenig. Und immer weniger zu sagen bei großen Turnieren. Und das ist wiederum ein Beispiel dafür. Trifft das selbst für Sie zu, dass Sie sagen, wir haben immer weniger zu sagen? Das heißt doch normalerweise, ein Star wie Boris Becker kann schon auch mal Wünsche zumindest äußern. Wünsche schon, nur die werden nicht häufig erfüllt. Das ist auch ein Trugschluss. Es ist so, dass die meiste Macht das Fernsehen hat, das bestimmt, wann und wer spielt. Egal, wann derjenige am Tag davor gespielt hat und wie lange, das Fernsehen entscheidet. Wir wollen den besten Spieler und hoffentlich das beste Einzel um diese und diese Uhrzeit. Und das ist der Boss jedes Turniers. Also an uns ist es, glaube ich, nicht gelegen. Wir wollten zum Beispiel am Donnerstag auf keinen Fall, dass sie das letzte Spiel machen, weil sie ja gegen Fußball gespielt haben und haben doch trotzdem gespielt. Einen Wunsch Gegner im Finale, oder ist Ihnen egal, wer kommt? Oder sagen Sie, Pete Sampras lieber, da gibt es mehr Bonuspunkte, oder ist es egal? Das ist eigentlich egal. Ich meine, Pete Sampras ist der Gefährlichere, der wirklich an einem guten Tag unschlagbar ist. Jim Courier spielt ähnlich, nur leider Gottes immer ähnlich gut. In letzter Zeit vor allem. Und das Spiel wird schon sehr unterschiedlich sein. Abschließend wird es ein besonderes Finale. Sie haben das erste Turnier gewonnen, 86. Jetzt ist ein kleines Jubiläum, 10 Jahre. Oder ist das ein Finale wie vieles für Sie? Nein, es ist hier immer ein besonderes Gefühl für mich. Es ist mit das schönste Hallenturnier. Quasi auch das größte jetzt an Preisgeldern, an Punkten auf der ATP-Tour. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit den Zuschauern. Und sie mögen mich, ich mag sie und kann dadurch sehr gutes Tennis ihnen bieten. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg morgen und ein tolles Finale. Dankeschön. Ja.